Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon. Am Freitag startet das Liberlo Terra Event. Hier ist er schon. Gegen den werden wir Freitag, Samstag und Sonntag im Stream kämpfen. Und ich wurde mehrfach gefragt, welches Pokémon sich dann vorbereiten soll, um Liberlo am einfachsten zu besiegen. Liberlo ist ja bekanntlich Typ Feuer und Terra Typ Kampf. Und da habe ich mir vier Pokémon rausgesucht, die jeder von euch schon mal vorbereiten kann. Da sucht ihr euch einfach das aus, was euch am besten zusagt oder was ihr vielleicht schon da habt. Und da würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Pokémon. Als erstes würde ich sagen, kann man Koraidon benutzen. Damit habt ihr zwar keine sehr effektive Attacke gegen Liberlo, aber mit Ablei-Typ sterbt ihr auf jeden Fall nicht. Und wenn ihr eins von mir gelernt habt, dann, dass ihr natürlich nicht sterben dürft in den Raids. Mit Ablei-Typ und Metronom solltet ihr aber genug Schaden machen, Terra-Typ Kampf. Da sollte auf jeden Fall genug Schaden bei rumkommen. Ihr könnt auch noch Kreideschrei und Schwertanz auf Koraidon machen. So wie hier, Schwertanz, Kreideschrei. Am besten macht ihr Angriff und KP hoch. Ich habe jetzt hier Init hoch, das ist falsch. Besser wäre Angriff und KP. Mit 266 Verteidigung habt ihr auch genug Defense gegen Liberlo. Liberlo ist ja ein physischer Angreifer. Also mit Ablei-Typ, Schwertanz und Kreideschrei solltet ihr das eigentlich auch hinbekommen. Als nächstes hätte ich Eisenkrieger gesagt. Eisenkrieger, schön mit einer Fee- oder Psycho-Attacke und Muschelglocke drauf. Wichtig, Angriff hoch und KP hoch oder ihr macht Spezialangriff und KP hoch. Ich werde das Ganze mit der Psycho-Klinge versuchen. Ich werde versuchen, Reflektor als Death zu benutzen, Schwertanz, um selber mich hochzubuffen. Und dann mit der Psycho-Klinge vielleicht auch hier und da am Volltreffer zu landen. Hat zwar nur in Anführungsstrichen 70 Stärke, sollte aber auf jeden Fall ausreichen. Mit Muschelglocke haltet ihr euch hoch. Und dann wäre natürlich gut, den Terra-Typ Psycho zu haben. Ich werde das auf Eisenkrieger aber nicht ändern, weil das ist hier mein Kampfangreifer mit Ablei-Typ. Falls ihr noch keinen Eisenkrieger habt, könnt ihr euch den ja machen mit Psycho-Terra und Psycho-Klinge. Oder ihr nehmt den als Spezialangreifer mit Mondgewalt und Muschelglocke. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ihr da machen könnt. Mit 216 Verteidigung solltet ihr auch genug Defense haben gegen Liberlo, um zu überleben. Vor allen Dingen, wenn ihr dann Reflektor am Anfang drückt. Als nächstes hätte ich ein Flug-Pokémon. Und da habe ich gedacht, was wäre besser als Dragoran als Flug-Pokémon? Dragoran mit Multischuppe ist extrem tanky. Hat 250 Death oder sogar noch ein bisschen mehr. Hat richtig gut Schaden. Wenn ihr den mit Muschelglocke spielt und euch immer wieder voll halt, habt ihr immer wieder die Muschelglocke. Müsst euch also echt keine Sorgen machen wegen zu viel Schaden von Liberlo. Dazu ist er noch Typ Drache und tankt Feuerattacken recht easy. Und jede Attacke, die Liberlo sonst auch noch kann. Wenn ihr auf die Werte guckt, wie gesagt, Dragoran hat fast 250 Verteidigung, 226. Ihr könntet natürlich den Verteidigungswert noch hochboosten. Ich habe hier leider noch den Init-Wert hoch. Könntet aber auch KP hoch machen. Wichtig ist natürlich der Terra-Typ Flug, so wie hier auch, damit dann mit Luftschnitt genug Schaden bei rumkommt. Ihr könntet natürlich auch, wenn ihr mit einem Kollegen oder mit Freunden spielt, noch einen Regentanz mit jemand anderem machen und dann Orkan spielen. Bei Regentanz trifft Orkan zu 100%. Damit könntet ihr Liberlo auch noch verwirren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten Luftschnitt spielen, da schreckt er vielleicht zurück. Und ihr solltet auf jeden Fall genug Schaden darum kommen. Wichtig wieder die Muschelglocke, damit ihr nicht stirbt. Und als letztes und wahrscheinlich bestes Pokémon hätte ich Cremanzo gesagt. Cremanzo hat Base 100 Verteidigung und mit Flächenmacht oder Psychokinese eine extrem starke Psychoattacke. Dazu kann er es Klärsmog und auch Psychofeld. Psychofeld erhöht ja nochmal euren Schaden um 50%. Das Ganze mit Muschelglocke und der Fähigkeit Feuerfänger. Die habe ich hier jetzt leider nicht drauf, weil ich kein Pflaster mehr habe. Ich hoffe, ich kriege vorher noch ein Pflaster. Da haut ihr richtig Schaden raus. Sollte dann der Liberlo irgendeine Feuerattacke machen, boostet ihr euch mit der mit dem Feuerfänger und er kriegt keinen Schaden raus. Ich würde auf jeden Fall erstmal mit Cremanzo machen. Der hat 300 Verteidigung. Damit könnt ihr auf jeden Fall einiges deffen von Liberlo. Und wie gesagt, mit Psychokinese und Flächenmacht und Psychofeld kriegt ihr auch extrem viel Schaden raus. Wichtig, Terra-Typ Psycho hier drauf zu machen und die Muschelglocke, damit ihr Full Life seid. Und ja, das sind meine vier Pokémon, Cremanzo, Dragoran. Wenn ihr euch nichts vorbereiten wollt, ein Koraidon sollte eigentlich auch reichen. Oder ein Eisenkrieger, den solltet ihr auf jeden Fall von den alten 6er-Raids noch übrig haben. Mit Terra-Typ Psycho oder Terra-Typ Fee, ganz wichtig.
Und dann sollte das kein Problem sein, Leute. Das wären so meine Vorschläge für Libalo. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, ich mache am Freitag komplett den ganzen Tag bis abends Libalo Raids. Am Samstag mache ich den ganzen Tag Libalo Raids. Wenn ihr da dabei sein wollt, schaut gerne im Stream vorbei. Der ist unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis Freitag oder Samstag. Lasst gerne ein Like da, gerne ein Follow auf den Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.